Jan-Lennard Struff hat beim Rasenklassiker in Wimbledon in seinem Drittrundenduell mit Superstar Roger Federer eine klare Niederlage kassiert. Der 28-Jährige unterlag dem achtmaligen Champion und Titelverteidiger am Freitagabend mit 3:6, 5:7, 2:6. Insgesamt dauerte die Partie auf dem Centre-Court der Anlage an der Londoner Church Road 94 Minuten. Ich habe gut gespielt und nicht viel zugelassen, sagte Federer nach dem Match. Am Ende war ich froh, dass ich ein bisschen Kräfte sparen konnte und es schnell zu Ende gebracht habe. Ich unterschätze niemanden, das hält mich hier auf Kurs. Federers nächster Gegner ist nun der Franzose Adrien Manarino, Nummer 22. Struff verpasste durch die Niederlage den ersten Einzug ins Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Unterm Strich verbuchte er aber dennoch das beste Major-Ergebnis seiner Karriere. Bei seiner 20-Hauptfeldteilnahme bei einem der vier wichtigsten Turniere des Tennisjahres hatte er nach 14 Erstrunden und 5 Zweitrundenpleiten erstmals die dritte Runde erreicht. Dort war der Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer allerdings eine Nummer zu groß für den Weltranglisten-64. Lediglich im zweiten Durchgang konnte Struff gegen den Maestro wirklich mithalten. Bereits bei den Australian Open im Januar hatten sich die beiden in Runde 2 gegenübergestanden. Auch damals hatte sich Federer in 3 Sätzen durchgesetzt. Zverev, letzter Deutscher in der Herrenkonkurrenz. Struff hatte sich das Duell mit dem Schweizer durch 2 Marathonsiege in den Runden 1 und 2 verdient. Nachdem er am Montag zum Auftakt den Argentinier Leonardo Maier nach 0:2 Rückstand noch bezwungen hatte, setzte er sich am Mittwoch gegen den kroatischen Aufschlaghünen Ivo Karlovic 6:7, 5:7, 3:6, 7:6, 7:4, 7:6, 7:4, 13:11 durch. Weil auch Philipp Kohlschreiber, Nummer 25, am Freitag sein Drittrundenmatch gegen den Südafrikaner Kevin Anderson, Nummer 8, in 3 Sätzen verloren hatte, ist damit der große Hoffnungsträger Alexander Zverev, Nummer 4, letzter deutscher Tennisprofi im Turnier. Der 21-Jährige bestreitet nach seinem knappen 5-Satz-Sieg gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz am Samstag sein drittes Match gegen Ernests Gulbis, Lettland.